Und also für den Fall, dass es doch so ist, sagen Sie es mir, ist ja kein Ding. Wir sind ja, wie gesagt, das sage ich Ihnen schon, unter uns. Lieber fragen Sie jetzt, als in der Klausur, da ist es nämlich zu spät. Da werde ich Ihnen nicht sagen, was jetzt hier der Erwartungswert einer Summe ist, meine Damen und Herren. So, was ist denn die Varianz der Summe? Achso, ich bin ja noch nicht fertig. Ja? Schauen Sie. Was ist denn der Erwartungswert von der Zufallsvariable x hier? Also x ist natürlich ein beliebiger Repräsentant hier, meine Damen und Herren, hier raus, also x1, x2 und so weiter. So, was ist denn jetzt der Erwartungswert dieser Zufallsvariablen? Der ist natürlich immer, genau, ja? Von i gleich 1 bis n und dann in dem Fall μ. Das heißt, Sie haben jetzt hier μ plus μ, ja? Also in dem Fall eine Summe von diesen ganzen μs. Und die Frage ist natürlich, wie oft kommt jetzt hier natürlich diese Summe dann vor? N mal, das heißt, eine Summe aus diesen n μ gibt natürlich in dem Fall n mal μ, meine Damen und Herren. Das ist das Ergebnis. Offensichtlich. Das gleiche gilt auch für die Varianz. Schauen Sie. Und zwar haben Sie es, oder zumindest was Ähnliches, die Varianz der Summe von x, also von i gleich 1 bis n natürlich. So, was wissen Sie denn über die Varianz einer Summe von Zufallsvariablen, meine Damen und Herren? Wenn die Zufallsvariablen unabhängig sind, dann ist die Varianz der Summe Summe der Varianz. Genau, das ist das Gleiche. Wir ziehen natürlich jetzt hier für die Varianz, das heißt, wir schreiben hier einfach Summe aus den Varianzen. Also xi ist natürlich jetzt hier ein beliebiger Repräsentant aus x1, x2, x1 und so weiter bis xn. Also, was kommt heraus? Was ist denn die Varianz dazu, was Variable xi? Sigma Quadrat. Das heißt, Sie haben Sigma Quadrat plus Sigma Quadrat plus Sigma Quadrat plus Sigma Quadrat. Das ist die Summe. Wie oft haben Sie natürlich diese Summanden jetzt hier in der Summe drin? Nmal. Aha, das heißt eine Summe von insgesamt n natürlich Sigma Quadrate, ne? Gibt natürlich in dem Fall n mal Sigma Quadrat, so. Okay? Jawohl. Das würde ich natürlich aber hier auch meinen, dass es eigentlich klar sein sollte. Ne? Also finden Sie das wirklich schwierig? Ist das schwierig? Ne? Also ich würde meinen, dass es für Sie keine große intellektuelle Herausforderung darstellt. Nicht? Ganz ehrlich, also erzählen Sie mir nicht, dass Sie das nicht hinkriegen. Ja. So, um jetzt hier natürlich Teil B zu lösen, meine Damen und Herren, brauchen Sie noch eine Kleinigkeit, die wir schon hatten. Ich wiederhole es jetzt hier nochmal kurz an dieser Stelle. Und zwar, was den Erwartungswert und die Varianz von Lineartransformationen angeht, das brauchen wir jetzt hier. Erwartungswert von a plus b mal x ist, und das muss kommen. Ja, also das ist so eine Sache, das muss kommen. Meine Herrschaften, darf ich um die Aufmerksamkeit bitten, danke. So, also was ist denn jetzt hier der Erwartungswert der Lineartransformation? A plus B mal der Erwartungswert von x, jawohl. Beziehungsweise, was ist jetzt hier die Varianz der Lineartransformation? Jawohl, B Quadrat mal die Varianz von x. Also das muss kommen, und zwar ohne das Skript, meine Damen und Herren. Das ist eine Formel, die sollten Sie auswendig kennen. Ja? Auch Sie, meine Damen und Herren. Ja? So. Das heißt, ja, schauen Sie, um das jetzt hier nochmal zu wiederholen, was ich Ihnen damit verdeutlichen will, ist Folgendes. Hier steht eine Zufallsvariable. Und eine Zufallsvariable kann irgendwas sein, wie zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel das jetzt hier mal angucken, schauen Sie, 1 durch n mal der Erwartungswert, Entschuldigung, mal die Summe von x von i gleich 1 bis n. Das ist nämlich hier zu bestimmen, meine Damen und Herren, schauen Sie. Und das mache ich hiermit. Denn, was ist denn 1 durch n, meine Damen und Herren? 1 durch n ist eine Konstante, eine reelle Zahl, Sie wissen. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt 10 Beobachtungen habe oder so, dann wäre das 1 Zehntel, 0,1. Nicht? 0,1 mal die Summe. Ja? Und davon der Erwartungswert. So. Und das wissen Sie natürlich jetzt hier über Konstanten, beziehungsweise hier natürlich, schauen Sie, das hier, die Summe von Zufallsvariablen, ist wiederum eine Zufallsvariable. Das heißt, hier steht eine Zufallsvariable, die mit einem Faktor multipliziert wird, und davon sollen Sie jetzt den Erwartungswert bestimmen.
Sehen Sie. Ja. Was sagt uns jetzt hier natürlich jetzt der Satz über diese Lineartransformation? Er sagt uns natürlich Folgendes. Du kannst natürlich jetzt hier einfach diesen Faktor aus dem Erwartungswertoperator herausziehen, und zwar so wie der da steht. Das heißt, der Erwartungswert von b mal x ist natürlich b mal der Erwartungswert von x. Und das ist natürlich hier das Gleiche. Das heißt, schauen Sie, um das jetzt hier nochmal für Sie unmissverständlich klarzumachen, das hier entspricht natürlich in der Formel, meine Damen und Herren, dieses Bchen hier. Ja? 1 durch n. Das heißt, Erwartungswert von 1 durch n mal die Summe von hier natürlich jetzt über diese Zufallsvarianten entspricht. Was? Ja, sagt es laut, ist doch richtig. 1 durch n mal? N. 1 durch n mal? Ja, oder mal, ja, ich schreibe es nochmal hin. Ja? Also 1 durch n mal dieser Erwartungswert aus diesen Zufallsvarianten, jawohl. So, 1 durch n mal der Erwartungswert, nicht? Sehen Sie. Also das ging natürlich über den Erwartungswert der Lineartransformation. Ja gut, was hatten wir jetzt hier ausgerechnet gehabt für den Erwartungswert der Summe? Das war? N mal μ, also insgesamt, was kommt dann heraus? 1 durch n mal μ gibt natürlich μ, meine Damen und Herren. μ ist der Erwartungswert. Okay? Nennen Sie das? Jawohl. So. Und was gibt denn hier für die Variante? Was müssen Sie tun, wenn Sie sowas berechnen müssen, meine Damen und Herren? Das ist natürlich hier das Gleiche auch. Was müssen Sie tun? 1 durch n quadrieren. Jawohl, 1 durch n mal, also 1 durch n Quadrat mal. Mal die Varianz aus der Summe. Jawohl, mal die Varianz der Summe. So ist es. Genau so ist es, meine Damen und Herren. 1 durch n Quadrat. Warum denn Quadrat? Wo kommt das Quadrat her, meine Damen und Herren? Schauen Sie einfach in die Formel. Schauen Sie. Wenn Sie die Varianz einer Lineartransformation bestimmen, nicht? Dann sehen Sie schon mal hier, dass dieser additive Ausdruck wegfällt und dieses b, was jetzt hier natürlich als Faktor hier vor der Zufallsvariante auftaucht, müssen Sie natürlich, um den loszuwerden hier, müssen Sie natürlich quadratisch aus diesem Varianzoperator herausziehen. Nicht? Das sehen Sie hier. Das heißt, deswegen steht natürlich 1 durch n mal die Summe davon, die Varianz gibt natürlich in dem Fall 1 durch n Quadrat mal die Varianz der Summe. Und was hatten wir für die Varianz der Summe ausgerechnet in Teil a, meine Damen und Herren? Genau, das heißt, hier steht dann 1 durch n Quadrat mal n mal Sigma Quadrat gibt natürlich in dem Fall Sigma Quadrat durch n, so ist das. Sigma Quadrat durch n, verstehen Sie? So was müssen Sie können für die Klausur. Das kommt zum Beispiel bei den Schätzfunktionen vor, das kommt bei den Konfidenzintervallen vor, das kommt ziemlich oft vor, zum Beispiel auch beim zentralen Grenzwertsatz. Okay? Das sind also alles Sachen, die drankommen werden, und Sie werden sie natürlich auch wiederfinden. Okay. So. Okay. Teil A und Teil B ist jetzt abgeschlossen. Haben Sie Fragen hierzu? Frage? Keine Fragen. Ist alles klar? Okay. So, jetzt kommt es, meine Damen und Herren, und zwar, jetzt kommt die Normalverteilung hinzu. Schauen Sie, um das jetzt hier vielleicht für Sie nochmal klar zu machen, was sich dahinter versteckt oder was sich jetzt hier hinter verbirgt. Schauen Sie. Und zwar folgendes kleines Sätzchen hier. Was Sie vielleicht noch nicht wissen ist, was die Summe der Verteilung von zwei Normalverteilungen zu zwei Varianten angeht. Also nehmen Sie mal an, zum Beispiel, es seien x und y unabhängig, x und y seien, so hätte ich es eigentlich schreiben müssen, ja, unabhängig mit, jetzt passen Sie auf, x ist normal verteilt mit μx, also μx ist jetzt hier der Erwartungswert der Zufallsvariable x. Ich habe das jetzt hier indiziert, um das nachher nochmal unterscheiden zu können, beziehungsweise Sigma Quadrat x jetzt hierfür, beziehungsweise y ebenfalls normal verteilt, allerdings mit einem anderen Erwartungswert. Das muss jetzt hier nicht der gleiche sein. Ich schreibe jetzt hier μ y beziehungsweise Sigma Quadrat y. Okay?
Also beispielsweise kann μ x 5 sein und μ y 7 oder so. Das ist halt im Endeffekt, dass es auch verschieden sein kann. Okay? So. Und dann gilt, meine Damen und Herren, schauen Sie, dann gilt Folgendes, meine Damen und Herren, Folgendes. Und zwar, was jetzt hier die Verteilung von x plus y angeht. So. Das, was Sie jetzt vielleicht nicht wissen und warum das jetzt hier für Sie nicht einleuchtend ist, zunächst mal, dass die Zufallsvariablen ebenfalls, meine Damen und Herren, dass die Zufallsvariablen ebenfalls normal verteilt sind. Nicht? Also aus einer Summe von zwei normal verteilten Zufallsvariablen ist ebenfalls normal verteilt. Meine Damen und Herren, darf ich bitten, die Gespräche einzustellen? Das stört unglaublich. Ja? Also, wenn Sie so nett sind. Ja? Ich weiß, Sie haben natürlich viel zu besprechen und so, aber Sie haben noch den ganzen Tag Zeit. Ja? So, also lassen Sie das jetzt hier vielleicht mal ganz kurz sein. So, Erwartungswert, schauen Sie. Also das ist vielleicht etwas, was jetzt nicht bei jeder Verteilung gilt. Ja? Also wenn jetzt hier zum Beispiel, aber bei der Normalverteilung schon, das heißt, wenn Sie jetzt hier zwei Zufallsvariablen haben und daraus bilden Sie jetzt hier natürlich die Summe und die sind normal verteilt, dann ist die Summe ebenfalls normal verteilt und die Frage ist natürlich jetzt hier, wie, meine Damen und Herren, wie ist jetzt hier die Verteilung? Okay, schauen Sie. Zunächst mal, um das jetzt hier bestimmen zu können, brauchen Sie den Erwartungswert bzw. die Varianz dieser Summe. Meine Damen und Herren, was haben wir gelernt, wenn jetzt hier die Zufallsvariablen unabhängig sind über den Erwartungswert bzw. die Varianz der Summe? Das ist natürlich in dem Fall, also was ist jetzt zum Beispiel der Erwartungswert hier dieser Summe? Summe der Erwartungswerte, so ist es. Also in dem Fall, meine Damen und Herren, das ist dann μ x plus μ y. Das ist jetzt der Erwartungswert. Okay? Und was ist denn jetzt hier die Varianz? Das ist natürlich Sigma Quadrat x plus Sigma Quadrat y. Okay? Also das ist zunächst mal hier, was Sie unmittelbar aus dem Satz zuvor wissen, entnehmen sollten. Was jetzt hier vielleicht für Sie nicht ganz klar ist, dass warum jetzt hier natürlich die Zufallsvariablen, aus natürlich jetzt hier die Summe, warum ist diese Zufallsvariable normal verteilt? Um das jetzt zeigen zu können, brauche ich vielleicht noch jetzt hier mal vielleicht 10 bis 15 Minuten, aber darauf würde ich jetzt hier natürlich erstmal verzichten. Also wenn Sie natürlich jetzt hier das über die Dichtefunktion machen und so weiter, ich habe das in der erwarteten Übung gezeigt, also wenn Sie das natürlich wissen wollen, vielleicht gucken Sie das mal rein, aber es kommt nicht dran in der Klausur, also es werden zum Gottes Willen jetzt erzählen nicht ab, also es werden jetzt erzählen nicht abgefragt, warum das so ist, um Gottes Willen. So. Das war